Ja, hallo. Herzlich willkommen zu unserer neuen YouTube-Serie Schwarzbrot, feste Nahrung, gut gekaut. Diese Serie soll neugierig machen, mehr vom Glauben zu erfahren und damit vielleicht auch ein bisschen mehr im Glauben zu wachsen. Und so wollen wir heute den Aufschlag dazu machen. Als das Team auf mich zukam, ob ich hier mitmachen würde, hat mir Nadja zu Beginn den Entwurf des Logos gezeigt. Dort war quasi als Platzhalter das Thema Elia am Bach Krit eingesetzt. Eine Geschichte aus dem Alten Testament. Du kannst irgendwas machen. Such dir was raus, mach was du willst. Elia, ein Prophet, Gottes am Bach Krit, Schwarzbrot, feste Nahrung, gut gekaut, Brot, da war doch was. Okay, ich nehme einfach das Platzhalter-Thema. Wir können von diesem Elia in der Bibel lesen, im ersten Buch der Könige. Elia war ein Prophet Gottes. Prophetie ist eine Botschaft von Gott. Ein Prophet also jemand, der eine Botschaft Gottes unter die Menschen bringt. Eine sehr, sehr alte Erzählung. Wir starten also mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Ist das heute überhaupt noch dran? Ist das nicht zu verstaubt? Und sollten wir uns nicht vielleicht in erster Linie am Neuen Testament ausrichten? Lass uns doch einfach mal draufsehen, ob wir nicht was rausziehen können. Wir befinden uns also so ungefähr 850, 900 Jahre vor Christus. Das Land Israel ist geteilt in zwei Königreiche, Juda und Israel. Unsere Geschichte ereignet sich im Königreich Israel. In einer langen Reihe von Königen regiert aktuell der König Ahab. Und wir lesen, Ahab regierte 22 Jahre über Israel und tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm waren. Diese Einordnung des Königs, die heißt schon was, denn da waren schon einige schwierige Charaktere dabei. Dieser König Ahab heiratete eine heidnische Prinzessin, Isabel, und wendete sich völlig vom Gott Israels ab. Hin zum Götzendienst und Kult und beteten den Götzen Baal an. Und das beim Volk Gottes? Und dann, so scheint es, hat Gott irgendwie genug, dass sich sein Volk so weit von ihm entfernt. Jetzt will er etwas unternehmen. Und dann schickt er einen seiner Leute. Und so tritt eben dieser Prophet Elia auf den Plan. Elia tritt von Gott beauftragt vor seinen König und sagt ihm die Wacht an. Er prophezeit eine Klimakatastrophe, würden wir heute sagen, eine Dürre. Und zwar soll es so lange nicht regnen, bis dass er es wieder sagt, bis dass er wieder Regen ankündigt. Ich lese euch ein paar Verse aus 1. Könige 17. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab, ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Danach befahl der Herr Elia, du musst fort von hier, geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen. Und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bach Krit, der von Osten her in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch und sein Durst stillte er am Bach. Die Geschichte geht noch weiter. Aber für uns heute reicht dieser kurze Abschnitt aus.
Wenn wir die Geschichte in der Bibel lesen, dann sehen wir, wie Gott einen Menschen gebraucht, aber wie er auch anschließend für ihn sorgt. Wie aus dem Nichts taucht dieser Elia auf und tritt mit seiner prophetischen Nachricht vor seinen König. Und Gott schickt ihn dann an einen stillen, einsamen Platz, quasi ins Exil, und nimmt ihn damit aus dem Schussfeld. Denn es ist ja abzusehen, was passieren wird. Sollte das Angedrohte wirklich eintreten? Sollte das Land in Trockenheit und Dürre verstauben und verdörsten? Wenn das so eintreten würde, dann wird man einen Schuldigen suchen. Und wer käme dann wohl in Frage? Elia natürlich, der dieses Szenario ja schließlich vorhergesagt hatte. Und deshalb schickt Gott ihn an einen sicheren Ort. Er nimmt ihn damit erstmal raus, gibt ihm eine Auszeit. Wir lesen in der Geschichte leider nichts von Ahabs direkter Reaktion auf Elias Rede. Aber jemand, der sich zu dieser Zeit traute, so offen gegen seinen König aufzutreten und ihn praktisch vor seinem gesamten Hofstaat, ja vielleicht vor seinem Volk so blamierte, dem stand nichts Gutes in Aussicht. Und so schickt Gott ihn zu seinem eigenen Schutz weg. In die Ruhe, in die Stille. Er soll sich an einem einsamen Bach verstecken. Dort hat er Wasser und wie es in der Bibel beschrieben steht, schickt Gott Raben, um ihn mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Nun, die Frage ist ja, ob und wenn ja, was wir heute aus einer solchen alten Geschichte mitnehmen können für unser Leben heute. Sicher können wir nicht unbedingt und vielleicht mit Zwang aus jeder biblischen Erzählung irgendetwas mitnehmen und ableiten für unser tägliches Leben. Davon halte ich auch nichts. Und gerade bei den Erzählungen des Alten Testamentes ist das schon oft schwierig. Und doch, mir kommen hierzu einige Gedanken. Mir hilft das oft ganz gut, wenn ich mir das Beschriebene so vorstelle. So, wie es sich tatsächlich hätte abgespielt haben können. Und so sitze ich hier am Bach mit Brot und Wasser und denke darüber nach, was diesem Elia in der langen Zeit der Einsamkeit wohl so durch den Kopf gegangen sein mag. Welche Schlagworte kommen mir als erstes in den Kopf, wenn ich über diese Geschichte nachdenke? Zum Ersten, auf Gott vertrauen. Stellen wir uns nochmal vor, was da passiert ist. Gott gibt diesem Propheten, der aus der Bedeutungslosigkeit, aus dem Nichts kommt, ja einen gewaltigen Auftrag. Indem dieser Mann sich auf diesen Auftrag einlässt, muss er sich gleichzeitig einlassen auf Gott und sich voll auf ihn verlassen. Elia muss bei seinem Tun voll auf den Schutz und auf die Bewahrung Gottes hoffen. Denn es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Er wird als Bote Gottes nicht ernst genommen. Das wäre für ihn persönlich nicht so schlimm. Oder er wird als Bote Gottes ernst genommen und zieht sich den vollen Zorn des Königs zu. Oder er wird als Feind des Götzen Baal erkannt und zieht sich den vollen Zorn der Priester, des Volkes und des Königs zu. Es gab also verschiedene Optionen, verschiedene Möglichkeiten der Reaktion. Und der Überbringer schlechter Nachrichten ist ja selten derjenige, dem fröhlich und aufmunternd auf die Schultern geklopft wird. Da hat sich bis heute nichts geändert. Interessanterweise erfahren wir nichts von alledem. Wir erfahren nur die harten Fakten. Der Blick des Erzählers liegt nur auf Elia. Der verkündigt das, was er zu sagen hat, und wird von Gott in die Wüste geschickt. Zum Schutz und zur Ruhe. Und halt eben erstmal aus dem Spiel genommen.
Manchmal ist es gar nicht so einfach, blind auf Gott zu vertrauen. So wie Gott das hier dem Elia abverlangt. Im Getöse der Zeit einen festen Blick auf Gott bzw. auf Jesus zu haben, fällt oft schwer. Axel Kühner erzählt in einem seiner Bücher eine wunderbare Geschichte. In China gibt es einen ganz gefährlichen Fluss. An einer bestimmten, ganz besonders tückischen Stelle kamen über Jahre immer wieder Schiffe zum Kentern und verloren wertvolle Ladung. Mancher Matrose ging über Bord, mancher verlor sogar sein Leben. Nun hatten sich Forscher der Sache angenommen. Und sie haben einen Weg hindurch ermittelt, auf dem jedes Schiff sicher fahren kann, ohne zu kentern. Sie haben genau gemessen und untersucht und haben dabei eine Fahrrinne gefunden, in der man sicher durch die Strudel und Untiefen kommt. Um diese Fahrrinne zu beschreiben, haben sie mitten im Fluss einen großen Felsen aufstellen lassen und haben in großen Buchstaben draufgeschrieben, auf mich zu. Zuerst sieht das für die Bootsleute nur so aus, als ob der Stein mitten im Fluss einfach im Weg steht. Völlig sinnlos, scheinbar, dort dieses Hindernis zu schaffen. Aber beim Befahren der Strecke merken sie, jeder, der konsequent und geradlinig diesen Weg auf den Felsen zuhält, der kommt sicher durch die Strömungen und Untiefen hindurch. Ich finde, eine tolle Geschichte. Genauso schwierig ist es manchmal für uns in unserem Leben, blind zu vertrauen und auf Gott zuzuhalten. Besonders dann, wenn wir meinen, dass doch eigentlich unser Weg viel besser wäre. Dann den Weg, auf mich zuzugehen, fällt oft nicht leicht. Für uns als Christen heute steht Jesus als dieser Fels in der Brandung, der uns Orientierung und Ziel in den Stromschnellen des Lebens geben kann. Das kann ganz wichtig werden, gerade dann, wenn die Zeiten schwierig und der Weg beschwerlich ist. Sicher, auch für Elia war dieser Weg nicht leicht. Weder hin zum König, noch später raus in die Wüste, an diesen einsamen Bach. Und so sitzt er da, bestimmt deutlich unentspannter wie ich hier, wohl wissend, dass die Wut des Königs sich immer mehr aufstauen wird, vielleicht sogar eskalieren könnte. Nicht auszudenken, wenn sie ihn dann finden. Da ist es sicherlich eine Herausforderung, auf Kurs zu bleiben. Aber er vertraut auf Gott und er wird nicht enttäuscht. Zum Zweiten, aus der Ruhe kommt die Kraft. Aus der Stille, aus der Ruhe kommt die Kraft. Das ist ein Phänomen, das uns immer wieder in der Bibel begegnet. Männer und Frauen Gottes in der Bibel, die zuerst in die Stille gehen, um dann vor den Menschen für Gott etwas zu tun. Mose zum Beispiel war viele Tage alleine auf einem Berg. Jesus selbst war viele Tage in der Wüste. Und auch in vielen anderen Geschichten lesen wir es bei Jesus, dass er in die Stille und aus der Stille kam. Aus der Ruhe kommt die Kraft. In der Ruhe an dem kleinen Bach kann Elia zu sich kommen, nach dem spannungsgeladenen Auftritt vor dem König. Viele von euch werden das kennen, dass man Kraft tanken kann in der Ruhe. Dann sieht das bei uns vielleicht ein bisschen anders aus. Aber wenn ich hier so sitze, dann kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, wie Elia sich vorbereiten konnte auf die Aufgaben, die auf ihn zukamen. Aus der Ruhe heraus starten. Manchmal sehe ich mir im Fernsehen gerne Dokumentationen an, so zum Beispiel über die Arbeiten in einem riesigen Trockendock. Ein Schiff hat ja eine bestimmte Bestimmung. Es soll rausfahren auf hohe See, Menschen und Fracht befördern, Ozeane überqueren, Häfen anlaufen. Ein Schiff ist nicht gebaut, um still zu liegen. Es soll auf große Fahrt gehen.
Aber von Zeit zu Zeit muss es auch mal aus dem Verkehr gezogen werden. So zum Beispiel in einer Dokumentation, als ein riesiger Öltanker auf ein Trockendock in Dubai geschleppt wurde und in rund 3 Wochen general überholt wurde mit Schweißarbeiten, mit Streicharbeiten und all dem. Und nach diesen 3 Wochen ging es wieder raus auf hohe See und das für viele Jahre. Diese gewaltige Maschine wird aus dem jahrelangen Dauerbetrieb genommen und wieder flott gemacht. Sie hat quasi Kraft getankt. Ich glaube, dass das bei uns genauso ist. Auch wir brauchen in der Hektik des Tagesgeschäfts manchmal eine Auszeit im Trockendock. Auch wir müssen manchmal still an einem Bach sitzen, um wieder klar zu sehen. Und Elia braucht diese Auszeit, diese Ruhe im Trockendock, um auf große Fahrt zu gehen. Vor ihm liegt Großes. Lest die folgenden Geschichten um und mit ihm ruhig mal nach. Der Auftritt auf dem Berg Karmel zum Beispiel wird ein gewaltiger werden. Der Auftritt, bei dem Gott durch ihn ein unglaubliches Wunder vollbringen wird, wird ihn eine Menge Kraft kosten. Dort kommt es später zu einem spektakulären Showdown zwischen einigen hundert Baalspriestern und Gott durch diesen Elia. Und vorausschauend darauf, glaube ich, wird Elia hier von Gott auch aus dem Verkehr gezogen. Zum Dritten, Vertrauen auf gutes Brot. Elia braucht eine gewaltige Schippe an Gehorsam, Mut, Vertrauen. Das war ja nicht ohne, was er dem König sagen musste. Aber er machte es. Gott schickt ihn ins Nirgendwo, aber er machte es. Und er hält dort aus und durch. Und Gott lässt ihn da nicht hängen. Er versorgt ihn mit Wasser aus dem Fluss und mit Brot. Wir lesen vielleicht eine solche alte biblische Geschichte mit einem Lächeln und können es eigentlich gar nicht so richtig glauben. Aber die Geschichte steht ja auch inhaltlich für was. Gott schickt seinen Mitarbeiter in eine Auszeit und versorgt ihn dabei mit dem Lebensnotwendigen. Ähnlich wie er sein Volk Israel lange vorher in der Wüste versorgt hat. Brot und Wasser. So was wie die Grundlage des Lebens stellt dieses Duo dar. Brot steht ja auch sinnbildlich für die Grundlage, die ein Mensch zum Leben braucht. Und nicht von ungefähr lehrt uns Jesus später im Vater unser Gott um unser tägliches Brot zu bitten. Genauso wie Brot für uns ein Grundnahrungsmittel ist und uns im täglichen Leben Kraft und Substanz gibt, kann die Beziehung zu Jesus Christus unserem täglichen Glaubensleben Kraft und Substanz geben. Wenn wir uns auf ihn einlassen, auf ihn vertrauen, in seine Hand einschlagen, kann das wirkliche Grundnahrungsmittel für unser Leben sein. Ich nehme für mich aus dieser alten Geschichte mit, Gott versorgt uns auch in Zeiten der Dürre und Trockenheit. Vielleicht nicht mit einem 5-Sterne-Menü, aber mit dem, was wir brauchen. Er hat einen Blick für uns heute durch Jesus Christus, seinen Sohn. In Zeiten, in denen wir uns verlassen und einsam fühlen, kann er uns doch versorgen. In Zeiten, in denen wir uns allein und an einem Bach sitzend verloren und vergessen fühlen, ist er da. Es gibt immer wieder Situationen, in denen für uns das, was kommt, der Weg, den es weitergeht, nicht klar ist. Uns fehlt dann vielleicht die Perspektive im Druck des täglichen Lebens.
Lasst uns doch versuchen, uns auf Gott einzulassen. Lasst uns doch seine Zusagen annehmen und seine ausgestreckte Hand einschlagen. Vielleicht, wahrscheinlich, vermutlich wird es anders, als wir es uns so vorgestellt haben. Aber es wird. Ich lerne von einem Mann, der vor 3000 Jahren aus dem Nichts aufgetaucht ist, der auf Gott still vertraut hat, der aus der Stille und Ruhe Kraft bekommen hat und der auf gutes Brot vertraut hat. Ich lerne von einem Mann, der sich vor 3000 Jahren voll auf Gott eingelassen hat. Von einem Mann, den Gott beauftragt und benutzt hat für einen großen Auftrag. Gott lässt mich nicht hängen, wenn ich mich auf ihn verlasse. Schwarzbrot, naja, hier Bauernbrot, feste Nahrung, gut gekaut. In dem Sinn wünsche ich mir und euch, dass wir neben unserem Brot, das wir beim Bäcker kaufen oder vielleicht sogar selber backen, Brot für unser Glaubensleben haben. Brot für mein Glaubensleben kann Gottes Wort sein und darin das, was Jesus Christus für mich getan hat und tut. Ich hoffe, dass wir daraus Glaubensinhalte ziehen können, die uns Kraft und Substanz geben jeden Tag. Vielleicht auch etwas, auf dem man länger kauen muss. Auch beim Brot ist nicht immer nur das Weiche da. Da ist viel Kruste dran, die es zu kauen gilt. Aber gerade das gibt uns die tägliche Power. Viel Spaß also bei unserer neuen Reihe und viel gutes, gehaltvolles Brot. Das wünsche ich euch. Amen. Thank you.